Sie strahlt Lebensfreude pur aus. Katharina Bauer, die Spitzensportlerin, trotzt ihrer Herzkrankheit und ist ein extrem positiver Mensch. Das fällt sofort auf, als wir die 28-Jährige beim Training in Leverkusen besuchen. Ich habe so wortwörtlich Bock auf mein Leben. Ich finde, es ist einfach so ein großes Geschenk, dass ich hier auf der Welt bin. Katharina weiß, was Lebensgefahr bedeutet. In ihrer Kindheit stellen die Ärzte zusätzliche Herzschläge bei ihr fest. Später sind es so viele, dass ihr der plötzliche Herztod droht. Zwei Operationen helfen nicht. Trotzdem wird sie im Februar dieses Jahres mit 4,51 Meter deutsche Hallenmeisterin. Im April aber sind die Extra-Herzschläge so gefährlich, dass ihr ein Defibrillator eingesetzt werden muss, unter dem linken Rückenmuskel. Wie so ein kleiner Schutzengel oder ein Lebensretter. Wenn mir jetzt was passiert, dann falle ich halt kurz um und dann werde ich aber wiederbelebt, so hart wie es ist. Das gibt mir so eine Freiheit, so ein klasse Gefühl. Beim sogenannten subkutanen Defibrillator führt eine Elektrode vom Gerät unter der Haut bis zum Schlüsselbein. Im Notfall schickt der Defi einen elektrischen Impuls zum Herzen und bringt es wieder intakt. Katharina kämpft sich zurück. Im Trainingslager in Südafrika macht sie sich fit. Und die frühere Kunstturnerin kann sogar wieder eine Riesenfelge am Reck. All das haben ihr die Ärzte nicht zugetraut. Meine Botschaft ist einfach, dass egal was im Leben passiert, auf seinen eigenen persönlichen Weg zu vertrauen und dass auch alles möglich ist. Jetzt ist sie die erste Stabhochspringerin mit Defibrillator. Sie hält Vorträge, um anderen Menschen zu helfen und trainiert mit herzkranken Kindern. Nebenbei arbeitet sie im Marketing eines Elektronikkonzerns. Ihr großes Ziel verliert Katharina Bauer aber nie aus dem Blick. Olympia 2020 in Tokio.